Also, wir haben jetzt das versucht zu berechnen und wir haben da rausgekriegt. Es bleiben nur noch 3r übrig. Also es bleibt dann noch gleich fast gleich. Oh, ja, Pi mal. Ach nee. Das Drittel nie 3. vergessen. Ja. Also wir haben jetzt. Also wir haben jetzt die RUs und die ROs zusammengefasst und dann halt in Klammern gesetzt und dann mal k gerechnet. Dann haben wir es Was sauber aufgeschrieben auf auf dem dem Bruchstrich, Bruchstrich. was auf dem Bruchstrich gehört und was unterm Bruchstrich gehört. Dann haben wir die 3 r Quadrat und die 3 gekürzt. Und dann blieb v ist gleich Pi r Quadrat mal k übrig. Und das ist was? Das ist die einfache Formel vom Volumen des Zylinders. Pause. So, meine Damen, und das mal ganz einfach so, ich sage nur Hochachtung, weil die große Gedächtnisleistung, die bestand hier drin, zu sagen, aus dieser Formel diese zu machen, dass wir hier unten unterwegs noch ein bisschen Handwerkszeug brauchten, ist die andere Sache. Aber das hier letzten Endes zu erkennen und das zu erkennen, das war der Trick. Ich sage nur Hochachtung, siebte Klasse und das war wirklich, also ich kann nur Beifall spenden, das habt ihr wirklich fein gemacht. Besten Dank.